Kerrufs Bauteile KG, eine Gruppe außer Ramblünerer Wetteifer darum, eine Rüstung anzufertigen, die allen Gefahren der verbotenen Westen trotzen kann. Wir haben jetzt Larens Verträge erledigt, Rundas Verträge erledigt, Handas Verträge erledigt, Danurs Verträge erledigt. Und ja, ihr seht, also wir haben da ja sehr, sehr viel gemacht jetzt in der Zeit. Und jetzt sollen wir mit Kerruf reden. Und der ist natürlich, wie immer, weil das hat ja jeder hier geredet, drüber. Ach, doch nicht in Fahrlicht. Okay, wir müssen hier erstmal hin. So, mal gucken hier. Aha. Okay, also hier sind auf jeden Fall die Leute. Und ich soll jetzt erstmal reden. So, da reden wir erstmal mit den Typen, würde ich sagen. Ah, ich muss sagen, das sind schöne Stücke. Jede Rüstung hat gute Teile, aber insgesamt ist keine die beste im Westen, wisst ihr? Aber keine Sorge, vielleicht kann ich da noch irgendetwas drehen und sie trotzdem verkaufen. Was ist mit dem Preis? Naja, es war ja nicht wirklich das, was ich wollte. Ich werde ihn behalten und damit ist's gut. Was? Das soll ja wohl ein Witz sein. Das kannst du nicht machen. Nach unserer ganzen Arbeit? Nicht so schnell, Kerruf. Du sagtest, jede Rüstung hat gute Teile. Man könnte sie einfach kombinieren. Sie hat recht. Das gäbe die perfekte Rüstung für den verbotenen Westen. Ein kreatives und gemeinsames Unterfangen. Ich bin dafür. Und da die Teile von allen sind, sollten auch alle die versprochenen Scherben gewinnen. Gut. Also, schmiedet diese Rüstung. Ich nehme sie dann mit in den Osten. Wir sollen dir unsere beste Arbeit überlassen? Nein. Die Retterin von Meridian soll sie haben. Oh. Sie wird sie auf die Probe stellen. Das ist cool. Die beste Rüstung im verbotenen Westen. Getestet von der Retterin Meridians persönlich. Gutes Verkaufsargument. In Ordnung. Ihr habt mich überzeugt. Ich werde das dann mit meinen Geschäftspartnern regeln. Ja, tu das. Geh nicht weg. Das dauert nicht lang. Da bin ich jetzt gespannt, was sie jetzt daraus machen hier. Ist ja geil. Was jetzt? Diese Rüstung sollte der größten Jägerin im verbotenen Westen würdig sein. Okay. Danke. Und was jetzt? Unser Platz in der Wüste hat es mir irgendwie angetan. Vielleicht bleibe ich einfach dort. Da draußen gibt es noch jede Menge zu plündern. Wir bleiben wohl alle im Westen. Dann werden wir uns bestimmt mal begegnen. Danke nochmal für die Rüstung. Ihr habt alle viel dafür getan. Teile zu verwenden. Darauf wäre ich nie gekommen. So, da haben wir wieder was abgeschlossen. Wir haben ja jetzt was bekommen. Werden wir jetzt gleich mal angucken. Boah. Also die haben wir jetzt noch nicht angelegt. Ich habe ja jetzt meine Donnerkiefer, die werden ja nicht automatisch angelegt. Das ist sie mit Sicherheit nicht, sondern das hier. Osaram Werkmeisterin. Uiuiui. Ich habe das Gefühl, ja, dass jetzt zwar viel Haut zu sehen ist, aber dafür ist die gut, ne? Dafür hat die hier zum Beispiel, wenn man das so vergleicht mit meiner jetzigen, ne? Man sieht ja hier, der Widerstandsschaden ist jetzt schon höher. Na gut, dafür hat die halt andere negative Eigenschaften, ne? Ist also der Feuerwiderstand ist nicht so hoch, Kälte wieder gut, ist minus 40. Ja gut, klar, dass es noch kälter ist hier, weil die hat ja fast nichts an. 32, 35, also es ist schon ziemlich identisch, finde ich. Aber das ist so Kriegerin und das ist eher Jägerin, ne? Von Schrott zu Souveränität, dank Herus Bauteile KG. Also hier haben wir eine Wuchtangriff plus Resonatoraufladung, Resonatorschaden und Mutschussmeister. Also man merkt, von den Fertigkeiten, die die Rüstung hier hat, ist das eher eine für Nahkampf.
Also wenn man sehr gerne auf Nahkampf spielt, ist die ziemlich cool, glaube ich. Weil Resonatoraufladung, Resonatorschaden, das ist alles nur Nahkampf her. Wuchtangriff auch, Mutstoß meisteren, weiß nicht, was das jetzt ist. Resonatorstoß plus und energetisiert, also das ist auf jeden Fall nur Nahkampf. Also nur, wenn man auf Nahkampf machen will. Deswegen steht da auch Kriegerin. Ist also für mich persönlich kein Outfit, was ich anlegen würde. Es sei denn, ich werde dazu gezwungen. Ja, genau. Das ist die aber. Das sieht aber ganz cool aus. Ne? Und man kann ja hier auch jederzeit den Look anwenden. Also ich könnte hier sagen, ja, den Look hätte ich gerne, aber ich will in Wirklichkeit die Donnerkriegerin haben. Aber jetzt, da habe ich noch nicht so richtig den Verlangen danach gehabt.